So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder eine außergewöhnliche Unboxing-Geschichte bei mir. Und was? Ihr seht es selber, Campinglampen. Ja, es sind Lampen, weil zwei sind, aber zweimal die gleichen. Warum habe ich sie mir geholt? Weil es fängt ja bald wieder die Gartenzeit an. Das heißt, wieder im Garten sitzen, abends auf dem Tisch, eine Beleuchtung haben, ohne Kabel. Dafür habe ich mir jetzt sogenannte Campinglampen besorgt. Ihr braucht sie auch nicht im Garten zu benutzen. Ihr könnt sie auf der Terrasse, auf dem Balkon, bei den Zelten, Campingwagen, Wohnwagen, ganz egal wo. Man kann sie überall benutzen eben. Ich benutze sie eben in meinem Garten, auf dem Tisch, immer schöne Beleuchtung. Und was an diesen Campinglampen jetzt drinne steckt, das möchte ich euch gerne zeigen. Und warum habe ich sie mir eigentlich gegönnt und dann gleich zwei? Die sind zurzeit unter 20 Euro. Ja, zu der Jahreszeit sind sie billiger. Im Sommer steigen die Preise. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch mal, was in diese Campinglampe drinne steckt im Karton. Und ihr habt es ja schon gesehen, ist ein Schlüsselanhänger dabei, ein sogenannter Bluetooth-Stecker oder WLAN. An- und Ausschalter, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber jetzt fange ich mal an, das Teil auszupacken. Es ist drinne der WLAN- oder Bluetooth-Schlüssel. Einfache Funktion, reicht. Dann haben wir für unterwegs einen Zigarettenanzünder. Ladegerät oder Autoladegerät, ganz wie ihr es sehen wollt. Dann natürlich ein Ladegerät für 220 Volt, auch mit bei. Wichtig, Beschreibung. Immer wichtig, weil das ist nämlich immer was, wie ich finde, für die Tonne. Und dann kommen wir zu die eigentliche Lampe. Circa knapp 30 cm hoch. 11 mal 11, wenn ihr es viereckig ausrechnet. Aber ihr seht schon, es ist einfach ein schickes, schönes Design. Schwarz-Silber, Aluminium, wasserfest, oben einen grünen Deckel. Perfekt. Einfach nur perfekt. Und jetzt werde ich sie natürlich mal anmachen, um zu testen, wie hell sie ist. Aber hier oben habt ihr noch einen Aufhänger zum Aufhängen. Aber jetzt fange ich sie mal an zu starten. Ist natürlich leer. Aber wartet mal, ich habe ja gerade ein Video gemacht. So, habe ich zum Glück noch hier liegen. Die Powerbank. Können wir sie gleich mal nutzen. Perfekt. War das Video davon gemacht. Und jetzt werde ich sie nutzen. So, scheint der dicke Anschluss zu sein. Reinstecken. Powerbank natürlich hineinstecken. Falsch rum drin. Ach so, die Powerbank natürlich erst anmachen. Dann geht sie. Habt ihr gesehen? Leuchtet sofort. Erste rote Licht bedeutet, ihr könnt jetzt auf den Schalter an, ausmachen. Wenn das Gelbe dazu leuchtet, seht ihr, dann leuchtet das Gelbe dazu. Dann ist die Fernbedienung aktiv. Werde ich natürlich jetzt hier mal das Licht dimmen. Erste Stufe gedämmt. Ihr seht, es ist ein schön weiches, nicht ganz weißes Licht, also angenehm. Werde ich es nochmal ein bisschen dunkler hier machen. Ihr seht, perfekt. Wie gesagt,
Hier unten leuchtet jetzt das Gelbe. Das bedeutet, sie funktioniert mit der Fernbedienung komplett einmal aus. Jetzt leuchtet nur das Rote. Jetzt könnt ihr drücken, so viel ihr wollt. Es funktioniert nicht. Nur erst, wenn ganz rechts das gelbe Licht dabei leuchtet, dann funktioniert sie. Und wie ihr seht, das Licht ist nicht zu grell. Es ist auch nicht unangenehm. Es ist einfach nur schön. Der Deckel drückt das Licht nach unten hin. Der Tisch ist immer beleuchtet. Wie gesagt, wenn ihr einen größeren Tisch habt, deswegen habe ich mir zwei gegönnt. Und für unter 20 Euro könnt ihr nichts dazu sagen. Das ist einfach so. Und wie ihr jetzt gesehen habt, die Powerbank, die funktioniert. Also, das ist es jetzt. Eine sogenannte Campinglampe mit Fernbedienung unter 20 Euro. Perfekt. Ist auch robust. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn ihr oben für Sonnenenergie Speicher wäre. Aber dann kostet sie natürlich gleich viel, 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 viel mehr. Wie gesagt, ich habe mir zwei Stück davon gegönnt. Für meinen Gartentisch. Die Gartenzeit kann wieder kommen. Die Beleuchtung ist da. Und jetzt schreibt ihr mir natürlich alles wie immer in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht schon so eine habt oder eine andere. Ganz egal was, schreibt mir alles in die Kommentare, ob positiv oder negativ. Ist bei mir sowieso egal, das wisst ihr ja. Aber ansonsten hoffe ich, euch wieder einen kleinen Tipp gegeben zu haben, wie ihr eine Beleuchtung in Garten, Terrasse, Balkon, Zelte, Camping oder für unterwegs eine Beleuchtung habt. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.